wie zufrieden sind Sie? Erste Halbzeit war gut. Wenn wir in der ersten Halbzeit 3 Tore mehr machen, ist es eine sehr gute Halbzeit. Das heißt, in der ersten Halbzeit haben wir die Räume so besetzt, wie wir uns das vorstellen, haben den Ball so zirkulieren lassen, wie wir uns das vorstellen und haben gut aus der Struktur Fußball gespielt. Erste Halbzeit 3 Tore mehr, dann wäre es eine sehr gute Halbzeit gewesen. In zweite Halbzeit brauchen wir ganz einfach zu lange, der Gegner hat umgestellt auf 4-4-2, die erste Halbzeit hat er gespielt der Fünferkette, brauchen wir zu lange, um die Struktur, wie wir 4-4-2 bespielen, ganz einfach ja, einzunehmen. Und wenn du keine klare Struktur hast im Fußball, dann ist es auch schwer, das richtige Ballbesitzfußball zu spielen und die richtigen Positionen zu finden. Und das war zweite Halbzeit dann der Fall. Auch zweite Halbzeit müssen wir dann trotzdem 3 Tore mehr machen. Das heißt, das zieht sich so wie ein roter Faden ganz einfach durch unsere Geschichte. Die Chancenverwertung, aber auch vom Positionsspiel war zweite Halbzeit nicht mehr diese Klarheit ganz einfach da wie in der ersten Halbzeit. Hat sich denn jemand aufgedrängt aus Ihrer Sicht? Ja, es waren mehrere Spieler ganz einfach, die heute schon ein klares Zeichen gesetzt haben. Sandro Abusche hat mir sehr gut gefallen. Auch von Lex hat man ein klares Zeichen gesehen, dass er das jetzt annimmt, was man ihm ganz einfach sagt. Und ja, die zwei haben mir ärgert sie das Gegentor? Ja klar, also wenn wir es nicht schaffen, zu Null zu spielen und noch dazu auch aus blöden Eigenfehlern, wir haben zweite Halbzeit dann auch teilweise den Überblick verloren, haben den Gegner den Ball in die Füße gespielt und das war auch beim Tor. Und somit wäre es eigentlich das Ziel gewesen, ganz klar zu Null zu spielen. Ich habe der Mannschaft gesagt in der Halbzeit, es steht 0 zu 0, es steht nicht 5 zu 0, es steht 0 zu 0. Und dann habe ich gesagt, wir wollen die zweite Halbzeit zumindest gewinnen. Jetzt haben wir die zweite Halbzeit eigentlich 2 zu 1 gewonnen. Und eigentlich erwarte ich mir, dass du beide Halbzeiten deutlich gewinnst. Und so haben wir nur die erste Halbzeit deutlich gewonnen, somit zufrieden nur mit der ersten Halbzeit und mit der zweiten Halbzeit bedingt. Ja, solche Fehler darf Marco Hiller ja eigentlich auch nicht passieren, oder? Also wenn Gegner den Ball genau nicht spielt. Ja, aber Fehler passieren im Fußball. Klar, was ein individueller Fehler, das wissen wir, das weiß er, aber das passiert im Fußball. Was ist mit Markus Zierer? Einen Schlag bekommen, müssen wir jetzt morgen schauen. Also wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist. Mhm. Aber er hat einen Schlag bekommen von beiden Seiten in dem Moment. Mhm. Ja, und wir hoffen, dass das Knie nicht verdreht ist. Zu nächster Zeit nach einem Schlag ausgesehen. Jetzt sieht es danach aus, dass es doch vielleicht leicht das Knie verdreht ist. Müssen wir morgen schauen. Linke